Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer MG muss mit. So, wir haben letztes Mal wieder verloren. Also ist uns der Relegationsplatz wieder mal sicher fürs Erste. Aber den Anschluss haben wir noch nicht verloren. Zu den Leuten über uns ist ja egal. So, wir müssen heute von vorne trainieren. Erstmal. So. Gutes. Chancenerarbeitung. Flügelspieler Maidat. So, kriegt. Durchsetzen. Da kriegt er auch ein bisschen Ausdauer. Oh, bei ihm fehlt es mit dem Flanken. Haben wir da was? Dribbling passen. So, was hier? So, Flügelspieler. Was ist scheiße bei dir? Auch Flanken und Stellungsspiel. Stellungsspiel ist scheiße. Das gefällt mir eher weniger. Machen wir aber das hier. So, und dann sind wir eh schon wieder im Mittelfeld. Figuria wird wieder trainiert. 2 gegen 2, 1 gegen 2. Das trainiert noch ein bisschen besser. So. Ist ja ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich höre da schon. Oh, Maidat schon wieder. Was ist denn los momentan mit dir? Das kann ja nicht sein. Aber so, alles in allem, ist wieder mal gut trainiert. So, im Büro haben wir eine Nachricht. Eine Pressekonferenz haben wir da vor Ort. Ja, wir versuchen nochmal zu motivieren. Ganz einfach. So, und dann können wir auch schon weiter simulieren. Oh, ein Mittwochsspiel. Sehr interesting. Scoutete Spieler, folgende Spieler wurden von. Ja, okay. Aktuell ist aus Dänemark. Können wir ja mal wieder durchgucken. Was bist denn du? Freier Spieler. Freier Spieler. Aha, okay. Wären billig hergegangen, das auf jeden Fall. Ablöse hätte man keine zahlen müssen. So, die haben keine guten Linksverteidiger. So, wir dürfen gegen Stuttgart spielen. Wo ist Stuttgart? Stuttgart ist Platz Nummer 7. Mal gucken, vielleicht können wir was reißen dagegen, vielleicht auch nicht. Wir sind auf jeden Fall auswärts. So, wir gehen aber ins Teammanagement. Das ist schon mal klar. Jamison ist kaputt. Bacic auch. Ach komm, lasse ich beide spielen. Ist ja Wurst. So, Perez darf heute noch. Heute müssen wir ein bisschen umdisponieren. Ja, lang bleibt mal. Für dich muss Schuppan rein. Wo ist Schuppan, Schuppan, Schuppan? Da ist Schuppan. So, Afane kann bleiben. Behrendt ist ein bisschen blöd hier. Muss Figuria kommen. Gut, es machen wir mal weg. Tah und Gintner. Gintner nehme ich heute mal raus und bring Horing. Nicht, dass sich der wieder beschwert irgendwann mal. So habe ich dann alles eingestellt. Ja, okay, passt. Würde ich sagen, haben wir das Maximum wieder rausgeholt aus unseren Spielern. Da ja doch ein bisschen die Luft raus ist. Jetzt mache ich hier den Scheiß. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Wieso ruckelt das immer? Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen, wieso das ruckelt? Weil im Hintergrund das geladen wird oder wie? Keine Ahnung. Auch im Schnee, wirklich? Welches Datum haben wir denn? Ohne Witz. Schnee. Der Wahnsinn. Egal. Wir stoßen an. Auswärts in Stuttgart. Versuchen wir unser Können wieder zu zeigen. Wieder 3 Punkte hier machen zu können. Und ja, bauen wir uns erstmal auf hier. So, Perez läuft hier schön über den Flügel. Ah, schade. Hätte ich nie gedacht, dass da zumindest einer stehen bleibt. Aber gute Aktion. So, Ecke. Ecke kommt. Jamison hüpft hoch, aber wird leider nichts. So, Bacic. Schöner Distanzschuss. Keeper hält den aber. So, schön geköpft, aber leider nicht zu unseren Leuten.
Ich bin ja froh, dass Behrens sich nicht komplett verletzt hat. Sondern nur so eine leichte Verletzung hatte. So, abseits. Nee. Spieler verletzt, deswegen. Oh, der ist blöde umgeknackt. Das tut natürlich weh. So. Wiesel nimmt den in die Hand. Sechste Minute direkt verletzt vom Platz. Es ist natürlich immer bitter für eine Mannschaft. Oh, komm, ey, was mache ich denn? Ja, Figuria noch nicht so die Ballkontrolle. Boah, wieder abseits. So, oder dieses Mal abseits. So, weiter Ball. Oh, schön weiter. Aber Gosens kommt da nicht ganz hin. So, kämpfen. Kommt schon, Leute. Oh, dranbleiben. Boah, der legt sich hübsch weit vor. So, den können wir aber wegköpfen. So, vielen Dank. So, ah, schade. Verteidiger passt da auf. Dass ich immer mit denen von dem weißen Trikot oder gegen die Mannschaft mit weißem Trikot spielen muss, wenn wir hier im Schnee spielen. So, Gosens hat sich da schön freigelaufen. Oh, schöner Schuss, aber der Verteidiger. Der Verteidiger stand da rum. So, Ecke. Oh, komm, wir gehen uns gegenseitig im Weg um. So, gleich mal wieder den Druck ansetzen. Nicht, dass sie uns gleich einen Konter machen. Ist nie toll. Deswegen drückt man da ein bisschen. Geht natürlich ein bisschen auf die Substanz. Aber muss man ja ab und zu mal. Um eventuell Situationen herbeizuführen, ja, die der Gegner nicht will. So, komm schon. Ran, Leute. So nicht. Oh, der ist drin. 1-0 für Stuttgart. Mensch. Aus so einem blöden Winkel. 1-0 hinten. So, schön nochmal rausgespielt. Zur Fahne. Was? Der ist noch im Spiel? Der war doch über die Linie. Oh, shit. Oh, Stuttgart spielt sich da hinten rum wieder. Aber wir versuchen natürlich an den Ball zu kommen, aber nicht so. Nicht so. Wirklich nicht so. Na, was mache ich denn? So, Ta muss hier aushelfen. Oh, Esel hat den. So. Na, Bacic, da wollte. Ich wollte eigentlich nicht zu Bacic. Aber das muss ich mal in Kauf nehmen. Oh, Menno. 1-0 schon wieder hinten. Jetzt dürfen wir aufdrehen. Aufdrehen, Leute. So. Boah, Hammer. Alter. Willst du mich verarschen? So, hier ungefähr so hin. Kommt der an? Ja, fast. Boah! Ballkontrolle von ihm noch nicht so gut, vom Figuria. Oh, zack, Perez. Schade, aber eine Ecke. So, komm, Gosens, Tritze. Jamison geht hoch. Ah, nochmal eine Ecke. Können wir uns nochmal verbessern hier. So, Ecke kommt. Schade. Oh, komm, ey, dann kommt er da dazwischen. Boah, da ist keiner gewesen, wo der Pass hinging. So. Alter, was war denn das bitte für ein Pass? Ah, oh, komm, ey. Gosens. Ah.
Was? Ja, klar, Foulspiel. Weil er mir hier reinstolpert in den Körper, mache ich das Foulspiel. Ist klar. So, egal. Wir sind ja nur 1-0 hinten. Und da geht das schon noch. Wenn wir hier was reißen können. So. Der geht in die Walachei. Torwart nimmt den an. So, in den Momenten kommt man natürlich nicht schnell an den Ball. Wieso denn auch? So. Ah! Mensch, schön gelaufen. Von Lang. Aber leider nichts geworden draus. So, für die zweite Hälfte stelle ich schon mal auf offensiv. Wenn wir vielleicht da nochmal ein Quäntchen mehr drauflegen können. Wäre halt echt schön. Aber ja, da müssen wir uns noch steigern in der zweiten Hälfte. Dass das hier was wird. Weil Punkte brauchen wir dringend. Sehr dringend. Und wir wollen ja nicht unbedingt die Mannschaft verlassen müssen, nur weil wir absteigen. Das wäre ein bisschen krass. Ich bin ja froh, dass man nicht während der Saison irgendwie ja, rausgeworfen werden kann. Zumindest weiß ich es nicht. Steht ja noch nicht fest, ob ich das Ziel schaffe oder nicht. Sauber. Schön gemacht. So, Jamison. Ah, da steht der Torwart bereit. Mensch. Ein Schritt zu langsam. So, Einwurf für uns. Ah, da verspringt er schon wieder der Ball. Ganz bitter. So, komm schon. Oh, jemand aushelfen. Vielen Dank. So, Jamison nimmt ihn schön an. Bacic, warst du im Abseits? Ja, war ja klar. Mann, und es hört das Schneien einfach nicht auf. So, Pässe sind bei mir grottig. Ja, und es wird nicht besser. Im Gegenteil. So, zurück zu Hesel und weg damit. Foulspiel. So, schnell gemacht. Warte ich nicht lang. So, raus zu Perez. Ah, der war ein bisschen weit. Flanke kommt. Jamison nimmt den an, kann abziehen. Schade. Ah, direkt Volley wollte ich den nicht annehmen. So, Einwurf für uns. Stuttgart hat hier erstmal gewechselt. So, schön zu Schuppern. Schuppern mit der Flanke. Oh, Torwart ist dran. Kann ihn hier wegfausten. So. Oh, der ist zu stark nach vorne. Gosens nehme ich raus. Wen bringe ich da? Bringe ich Junglas? Dann bringe ich noch Kessel. Hilft ja nicht. Und ja, so passt dann eigentlich. So lasse ich es dann, weil es kommt ja auch noch ein Wochenendspiel. Wechselt man halt nur zweimal heute. Vielleicht bringt es uns ja das Nötige. Etwas. So, dranbleiben. Boah, mach ich ein Foulspiel. Wie unnötig. Wieder mal. So, Hammer. So, Perez. Kommt hier nicht durch. Da ist keine Lücke. Da entsteht auch keine. Dreh ich mich zigmal um die Achse.
So, Perez! Oh, komm, ey. Ganz schön schade. Oh, Jamison. Schitte. Boah, komm, ey. Kann es denn wahr sein? So, Kessel. So, runter zu Perez. Figuria. Schön auf lang. Alter. Foulspiel. Okay. Eine gelbe Karte für den Gegner. Nee, den mache ich nicht direkt. Bacic mit einem Freistoß. Zu nah an Torwart. Schade. Ein Stück weiter weg. Wäre cool gewesen. So, den nehmen wir an. Spiele ich nicht direkt den Pass. Ah, shit. Wollte ich nochmal eine Drehung machen. Wieso? Ah, so einfach weg wäre. Ah, komm, ey. Gleich mal zwei Mann hier auf Jamison dann losgegangen. So, sehr offensiv. Jetzt die letzten 13 Minuten. Plus Nachspielzeit natürlich. So, ich finde hier gerade keine Lücke. So, aber jetzt vielleicht Jungglas. Ne. Ist ein Abwehrbollwerk hier. Habe ich echt gerade meine Probleme mit. Da fehlt mir die Kreativität gerade. Ah, schöner Schuss, aber den hält der Keeper. So, Jamison. Na, oh, komm, ey. Was? Pfeif doch gleich, du Pfeife. Es war weder Vorteil noch irgendwas. Boah, und dann wartet er ewig. Klar, die Spe Zeit spielt für sie. Deswegen machen sie es. So, stellen wir mal auf Konter. Na komm, ey. Jetzt kriege ich den Ball nicht mehr. Außer im Foulspiel, naja. So, was machen sie draus? Boah. Boah, den Nachschuss machen sie nicht. Wir haben noch eine Chance. So, hier runter damit. Perez. Ah, komm, dann verspringt Figuria wieder der Ball. Ja, ich musste halt Behrendt auf die Bank setzen, da er ja schon sehr platt war. So, jetzt muss ich hier nach vorn kommen. Das schnellstmöglich. Sonst läuft mir die Zeit weg. Sauber, schön zu Jamison. Der mit der Flanke. Ja, aber den hat der Torwart 1-0 verloren, schon wieder mal. Mensch, immer so knapp, so, ma, das gewisse Etwas. Ah, schade. Naja, hilft nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder da und bis dahin, ciao.